So, fahren wir zurück? Wir fahren zurück. Wir fahren jetzt vom Flughafen Tegel zum Alexanderplatz zurück, ne? Ist gut dann. 19 Uhr. Passt, ein bisschen dunkel. Let's go. Bahnhof Potsdamer Platz. Da kann man doch nicht hin. So, da sind ja schon ein paar Fahrgäste. Und Drillinge, wie ich sehe. Hallo. Hallo. Spitze. Wir fahren gleich los. Gib ihm Strom. Motor an. Bisschen hier vorspulen. Dann brauchen wir Licht. Das sehen die da hinten? Ja, nix. So, schauen wir mal, haben wir alles entscheiden. I am ready. Aber die dürfen drüber fahren. Denn die BVG-Lied schon heißt, ist mir egal. Mir egal. Ist mir egal. Mir egal. Wir fangen wieder an mit Rot. Ja, die trauen sich noch nicht über die Straße. Brauchst du dich nicht zu überholen oder was? Fahr ruhig, du Vollpfosten. Ich habe die Hupe nicht eingestellt. Oh.
Alter Falter. Buchholzweg. Ja, sowas hat man immer in Berlin. Autofahrer, die nicht fahren können. Penner. Ist mir ein Strich, wenn er. Jummi, zieh dich. Meine Herren, ihr rennt ja hier alle zum Bus. So, dann können sie rauskommen. Das ist so Dach. Jetzt komme ich. S-Bahnhof Beusselstraße. Oh, S-Bahnhof Beusselstraße. Das haben sie aber neu gemacht. S-Bahnhof Beusselstraße. Vorher hieß es nur mal Beufelstraße. Grüner wird's nicht. Den Lagerbegriff hier. Meeting. Thank you.
Turmstraße, Beusselstraße. Aber auch vor allem, wenn die jetzt aussteigen, laufen sie entsprechend zu ihrer Ausgangstür, warten diesmal auch korrekt, bis die Tür auf ist und gehen dann raus und nicht klippen schon durch. Ja. U-Bahnhof Turmstraße. Jetzt kommt meine Lieblingskurve.
schnell in den. Die Ampel ist rot, Simulator. Da ist noch mal tatsächlich einer. Die können sogar ganz vorne aussteigen, wenn da gerade niemand einsteigt. Durch einen durchgelaufen. Weg ist er, ich wollte gerade anschnallen. Muss man sagen, richtig schick aus. Yay! Rot-Simulator! Hauptbahnhof. Thank you.
dauert. Danke. Später die Bahn fährt, das ist bestimmt auch geil. Okay, die Bahn, die Tram. Ich bin Berliner, ich darf Bahn sagen zu allem, was auf Schienen fährt. Oh. Auf jeden Fall muss ich nochmal die Einstellungen mal finden, damit das hier ein bisschen flüssiger läuft, auch für euch. Aber was anderes kriege ich gerade derzeit nicht hin. I'm so sorry. Der Hauptbahnhof. Ich muss das unbedingt mal einstellen. Also so wie ihr das seht, sehe ich das auch. Das ist ganz schön abgehakt. Das ist, ach Mann. Ich werde die richtige Einstellung noch die Tage finden. Wir können weiter. Wieder hinten. Na schön. Der Kunde ist König. Noch weiter nicht überfahren. Ja, hier, einmal durch. Bitte, ja. Das nächste Mal warten Sie, ne? Danke. Beziehungsweise ich kann nach hinten aussteigen, so wie eigentlich vorgesehen ist. Danke. Ich weiß, ob mir wenig nicht tödlich ist. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich muss da mal ganz kurz rum. Ne? Sieht das so schön. So, sieht man einen Fahrschein da drin. Einzelfahrschein. Da wird so 3 Euro und Dankeschön. So viel zum Thema, was einmal der Jill gesagt hat, dass wenn jemand vorne aussteigen möchte, derjenige jetzt auch wartet. Der wartet leider nicht. So. Stört er jetzt nicht, aber die Aussage hat nicht gestimmt. Ja, genau. So macht man es richtig. Ja, du auch. Kein Platz da und trotzdem. Invalidenpark. Aber so
so ist der Pendelin. Nichts machen. So, dann war ich hier mal kurz. So. Das einmal für MKU, er weiß ganz genau, wovon ich rede. Er passt eigentlich perfekt. Ja. Also. Na? Robert Koch Platz. Fast geschafft. Charité Campus Mitte. Zu Hause, falls ihr das gehört habt, sich einfach mal. Da wollen wir hier rein. Da dachten sich einfach mal Motorräder, wir fahren mal durch die 30er-Zone mit 500 Stunden. Sie waren ein Ticket. So, ein bisschen mal so, wir waren AB-Ticket. Wir können jetzt mal alle Stücke mit. Ich hab da gehoben. Okay. Egal. Weiter geht's. Ach ja. Hier ein schönes Beispiel. Niemals als Busfahrer rausziehen, wenn da gerade ein Auto kommt. Warum? Auto kaputt, teuer. Und die fahren einfach. Die fahren einfach so in den Bus rein. So. Ich fahre schon wieder 30. Ist das schön hier? Ja, denke ich. Marschallbrücke. Ja, ja, die Marschallbrücke. Nicht schneller bis zu Alex. So, hier noch mal wieder eine Gas geben, aber bringt uns ja nichts. Wir müssen hier. Da. Richtig, nichts kaputt machen. Danke. Thank you.
Tränke, bitte schön. Schimmern noch. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Da ist der Brandenburger Tor. Krieg ja gar nicht ausgeschaltet. Ich wollte eigentlich nicht, dass man die Wände sieht. Hier eine tolle Haltestelle. Ich bin schön in meiner Haltestelle. Hier, und ich höre, da fahre ich jetzt auch gleich wieder raus. Lauf doch genau auf der Straße, du elendliches Etwas. Mann. Ihr wollt alle sterben. Ja, sie waren hier. Mann. Sind mich gerade eingestiegen? Das Bermuda-Dreieck. Oder sind sie hier unten? Ich weiß es nicht. So, let's go Richtung Feierabend. Ups. Das Lenkrad ist geil. Ach, das wird cute. Herrlich. Kann ich nur wärmstens empfehlen? Keine Werbung. Ich kann es nur empfehlen. Unter den Linden, Friedrichstraße. Bing. Und dann kriegt man dann Bing. Und dann Kassierer. Piep, piep, piep. So, schönen guten Tag. Und dann können wir ausprobieren. Nicht, weil ich den anderen. Ja, nicht mein Problem, ne? Aha. Na dann. Spiegel, da müsst ihr. Oh, das sieht schön aus. Schöner Sonnenuntergang. Die Sonnenuntergang geht um. Ich bin behindert. Aber es geht ums Feierabend machen. Da wird man schnell behindert. Da freut man sich. Yeah.
Staatsoper. Uff. Die Kurve war zu schnell. Und uff. Ja, müssen Sie durch die Menschenmenge durch? Können Sie nicht hinten aussteigen? Mann. Ja, wo sind die da immer? Ja, 80 Stunden, blauer, braun, ABC. Bitte schön, schön ab. Achso, falls ihr euch wundert, warum ich an jeder Haltestelle den Blinker ausmache. Aus folgendem Grund. Der Hintermann, die sollte mal später runterkommen. Bei den Busfahrern ist es so, wer den Blinker anlässt, bleibt stehen. Das heißt, der Hintermann, falls mal einer kommt, weiß dann Bescheid, nicht so nah an den Bus ranfahren, weil man stehen bleibt. Deswegen schaltet man immer den Blinker aus. Und die, die den Blinker anlassen, aber trotzdem schnell weiterfahren, das sind die, die von Hartmann kommen. Die haben keine Ahnung. Hartmann ist auch hier so ein Busunternehmen. Fahren auch ein paar BVG-Busse. Aber die haben es nicht drauf, wie wir von der BVG. Edge. So. Wir haben es gleich geschafft. Ach, der Fernsehturm. Schön, schön. Ich war in meinem Leben dreimal vielleicht auf dem Fernsehturm. Zweimal. Fernsehturm. Hat mich nie wirklich gejuckt. Funkturm war ich schon mal. Da bin ich sogar hochgelaufen, freiwillig. Und natürlich die Siegessäule. Ein paar Mal. Da kann man nur hochlaufen. Aber hier Fernsehturm. Zweimal maximal. Oder auch nur einmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sich das da oben irgendwie dreht und bewegt. Spandauer Straße, Marienkirche. Sollte ich mal vielleicht irgendwann wieder machen. Nach Corona. Bestimmt gesperrt. Oder man muss. Ich will auch einen Test bestimmt machen. Ja, Spitze. Genau sowas macht man direkt vor dem Bus. Trottel. Scheiße. Leben aber gefährlich und hart am Limit, die Taxifahrer hier in Berlin. Eieieiei. Kann man schon fahren? Ich sehe ja nichts. Trümpel oder eine Abbiegerampel? Ein Stück vorziehen. Die haben sie da auch alle nicht mehr gehört. War den Schuss. Ja, Sie möchten überfahren werden? Kommen Sie doch. Kommen Sie. Ich überfahre Sie doch gerne.
Das ist eindeutig zu nah, kommen die ran. Eieieiei. Aber sie können nächste Mal bitte auch. Und sie können auch hatten. Dankeschön. Ja. Jill. Gil. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Ein paar Mal ist das schon passiert, ne? Da muss ich dann ein paar ran, bitte. Ja, Abend. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Ist immer kurz vor Feierabend, ist immer rot. Immer. Immer. Kann ich euch sagen. Immer. Die ganze Zeit hat man freie Fahrt, aber kurz vor Feierabend immer rot oder irgendein Stau, irgendwas ist immer. Mann, 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 Mann. So, der Fang ist da. Einmal bitte raus hier. Zack, verzieht euch bitte alle. Und auch schön. Tschüss.